Genau 71.207 Zuschauer, haben wir eben erfahren, sind in diesem Stadion. Darunter etwa 4.000 Werder-Fans. Die Karten kosteten zwischen 20 und 220 Mark. Wie man überhaupt feststellen muss, dass das Preisniveau im italienischen Fußball erheblich höher ist als bei uns. Und jetzt ist der Ball frei. Rückspiel im Europapokal der Landesmeister zwischen dem AC Mailand und dem deutschen Titelträger Werder Bremen. Borowka. Ivani mit der Elf. Donadoni. Gut aufgepasst. Thomas Wolter mit der 7. Ganz wichtig natürlich, dass die Bremer die Anfangsphase überstehen ohne einen Gegentreffer. Gibt Freistoß für die Gastgeber. Neu in der Mannschaft, er war in Bremen gesperrt, der Spieler eben mit der 3, das ist Paolo Maldini, der Nationalspieler. Ja, das ist ein bisschen leichtfertig. Neubart. Ein bisschen zu durchsichtig, dieser Pass. Freistoß Werber, natürlich. Wollen wir schauen, ob sich die gleichen Pärchen wie im Hinspiel gefunden haben. Rijkaard steht bei Neubart. Tassotti kümmert sich um Frank Ortenewitz. Und auf der anderen Seite Johnny Otten bei Rüd Bullitt. Bratzett. Das kann man im Moment nicht sehen. Wird sich vermutlich wiederum um Marco van Basten kümmern. Aber jetzt Freistoß für die Bremer. Oh, gefährlich. Fängt gut an für die Bremer. Machen einen konzentrierten, ruhigen Eindruck. Achtung bei diesem Vorchecking, das ist gefährlich. Das ist Maldini, 21 Jahre jung. Schöner Seitenwechsel auf Tassotti. Und Colombo. Ja, den Mailändern sind doch schon einige Fehlpässe in dieser Anfangsphase unterlaufen. Oh, große Lücke für Colombo. Versucht es selbst. Das ist übrigens eine Spezialität von ihm. Den blonden Engel im Mittelfeld des AC Milan, wenn er rechts die Linie lang geht, dann in die Mitte wechselt und mit links abzieht. Baresi, die Seele des Mailänder Spiels. Marco van Basten, bei ihm beraten. Colombo. Oh, viel Platz. Kulit. Aber gut gedacht. Tassotti.
temperamentvoller Auftakt von beiden Mannschaften. Uli Borowka kümmert sich übrigens um Ivani, den Spieler mit der 11, einen der wichtigsten Mannschaftsspieler vom AC Milan, wie die Italiener sagen. Baresi. Frank Rijkaard wieder auf dem Posten des Vorstoppers, dem Ungeliebten von seiner Seite aus gesehen. Er spielt lieber im offensiven Mittelfeld, aber der etatmäßige Vorstopper vom italienischen Titelträger Filippo Galli ist ja schon seit Monaten verletzt. Gut aufgepasst von Borowka. Direkt gespielt. Votava. Schade, da hätte er mehr draus werden können. Da hat er sich ein bisschen vertreten, das hat wehgetan, aber war eine gute Möglichkeit für die Bremer. Der Bremer Kapitän läuft im Augenblick auch ein bisschen seiner Form nach. Ordenewitz. Tja, das war ja die große Frage. Was gibt Otto Rehhagel für eine Devise aus? Zunächst mal abwarten, defensiv oder selbst angreifen. Und es gibt eigentlich nur ein Mittel. Man muss die Italiener beschäftigen. Dann sind sie auch in der Abwehr verwundbar. Das haben sie häufiger gezeigt. Und man darf ja nicht vergessen, wer weiterkommen will ins Halbfinale des Europapokals, der muss ein Tor schießen. Und das kann man nicht, wenn man sich in die Defensive zurückzieht. Nur auf Konter hoffen, das ist sicherlich zu wenig. Ah, der ist schnell, der Rüdrulle. Da muss man aufpassen. Freistoß für die Bremer. Oder war der Ball im Aus? Die größten Sorgen machten sich die Mailänder eigentlich vor dem Spiel um den Schiedsrichter, denn sie sind ja ihrer Meinung nach zweimal in den letzten beiden Partien betrogen worden, sowohl in Bremen, als der Portugiese Dos Santos ihnen ein korrektes Tor nicht gab. Und Dieter Pauli tat das Gleiche eine Runde vorher in Belgrad, aber Gefahr für das Bremer Tor. Borowka. Bratzett. Gunnar Sauer. Lange verletzt, jetzt wieder dabei. Parisi in der Offensive. Ivani. Norbert Meyer. Au, ist der flink und kann sich drehen auf dem Fleck. Marco van Basten, wirklich ein ungemein
dribbelstarker Mann, der wirklich schwer auszuschalten ist. Parisi, Rijkaard. Schöner Pass, genauer von Basten. Bullet, Colombo. Maldini. Immer noch Maldini. Und weg. Deswegen erhielt der linke Außenverteidiger Paolo Maldini den Vorzug vor Costa Curta, weil er eben stark ist in der Offensive. Colombo. Gefährlich. Bremer kriegen den Ball einfach nicht aus dem Strafraum heraus. Es war kein Abseits. Der Druck des AC Milan wird stärker. Gibt einen Wurf für die Gastgeber. Ja, das war mehr ein Befreiungsschlag. Aber das gibt zumindest Luft, um ein bisschen hinten aus der Abwehr herauszukommen. Denn Werder war in den letzten 3-4 Minuten doch im eigenen Strafraum eingeschnürt, gefesselt. Zum Glück nichts passiert. Querschläger von Gunnar Sauer. Das ist nicht ganz einfach, sich für die Bremer aus der Abwehr zu lösen. Die Italiener stören früh, decken früh. Foul, ja. An Ancelotti. Fehlpass von Johnny Otten. Abseits, Fahne des Linienrichters ist hoch. Ivani klar im Abseits. Spielt schon in der 10. Saison für den AC Mailand. Dieser wichtige Mann, Alberigo Ivani. Lange Pässe. Günter Herrmann. Otten. Borowka. Freistoß Werder. Schön gespielt. Gunnar Sauer zum ersten Mal in der Offensive. Herrmann. Natürlich Freistoß. Erste Viertelstunde hat der SV Werder ohne Schaden überstanden.
Evani und Baresi. Donadoni, Evani, Van Basten, steht gut die Abwehr des SV Werder bis jetzt, auch ruhig, keine Hektik in den Aktionen. Evani, der Spieler mit der 11 in der Anfangsphase, sehr häufig am Ball. Einer der auffälligsten Spieler beim italienischen Meister. Da schnappte die Lücke zu. Rechtzeitig Baresi heraus aus dem Abwehrzentrum. Maldini. Donadoni. Noch einmal Maldini. Passt gut auf die Bremer. Diesmal Rune Bratzen und das war faul. Ein überflüssiges ist das Tat nicht nötig. Wir sehen es nochmal. Frank Radenewitz, kaum zu bremsen, nicht einmal von der Bande. Die Bremer haben im Training ja versucht, ein Mittel gegen die Mailänder Abseitsfalle zu finden, in die sie beim Hinspiel ja etliche Male hineingetappt sind. Bisher noch kein einziges Mal. Handspiel, es gibt Freistoß für die Bremer. Schiedsrichter sehr korrekt bisher. Kommt aus Edinburgh, Mr. Smith. Das ist zu steil für Thomas Wolter. Den Ball kann er nicht mehr erreichen. Wieder Evani, bei ihm Borowka. Donadoni und Borowka schneller. Macht die Lücke zu. Spielt gut bisher. Stand sie letztes Jahr häufig in der Kritik. Nicht nur der Presse, sondern vor allem auch seine Trainer. Aufpassen! Da lauerte nämlich Marco van Basten. Das ist gefährlich. Rune Bratzen, von vielen Vereinen umworben, auch vom AS Rom, von Manchester United, von Olympique Marseille. Das haben Sie vielleicht gelesen. Der SV Werder versucht alles, um den Norweger, der zweifellos der größte Leistungsträger in dieser Saison beim deutschen Meister ist, längerfristig an sich zu binden. Van Basten. Oliver Reck. Das war Baresi, Franco Baresi, der Libero und Mannschaftskapitän, der sich da klammheimlich in die Angriffsspitze geschlichen hatte. Colombo auf Donadoni. Kulit. Nochmal Colombo. Nicht leichtsinnig werden.
Bremer Spieler kämpfen, aber im Moment ein bisschen erfolglos. Verletzt. Ottawa auf Norbert Meyer. Kollett gegen zwei Bremer und Bratet steht genau richtig. Das Spiel hat unheimliches Tempo. Gunnar Sauer, gut gemacht. Neuwart, mal am linken Flügel. Ordenewitz. Zweifellos der schnellste Bremer Angreifer, der immer wieder steil geschickt werden soll. Baresi. Am Ball können sie alles, die Italiener. Ancelotti. Maldini. Wenn der ein bisschen härter gekommen wäre, da hatte Oliver Reck seine Linie schon verlassen, erwartete eine weite Flanke. Schönstein, auf vor der Messe. Ah, schade, kriegt den Ball genau in die Hacken. Ivani. Donadoni. Da ist leider keiner im weißen Hemd und in der grünen Hose. Tassotti. Auch den Mailändern gelingt nicht alles, geht einiges daneben bisher. Genauso wie Mirko Votava, der im Moment keine Bindung zum Spiel seiner Mannschaft findet. Klare Abseitsposition, rechtzeitig die Fahne des Linienrichters drüben von Sandy Roy aus Schottland oben. Arrigo Sacchi hat sicherlich schon ein Tor zu diesem Zeitpunkt erwartet. Ja, aus dieser Perspektive nicht genau zu erkennen, ob der Spieler bei Abgabe des Balles schon in Abseitsposition war, aber ich glaube, von hier, von der Tribüne aus, sah es genauso aus. Ancelotti. Donadoni. Borowska steil auf Neubart. Frank Neubart ein bisschen mit dem Ellenbogen ins Kreuz von Frank Rijkaard hat Mr. Smith aus Schottland sofort gesehen und gepfiffen. Hier sehen Sie. Aber Frank Rijkaard kann es sich nicht erlauben, allzu offensiv zu spielen. Muss hinten bleiben. Ancelotti versucht es alleine. Fair vom Ball getrennt. Borowka, Votava, Neubart, Foul am Bremer Kapitän von Ancelotti. Muss ich entschuldigen, wird ermahnt vom Schiedsrichter. Ein sehr anständiges, sauberes, faires Spiel bisher, das muss man beiden Mannschaften bescheinigen. Wenn man die Bedeutung dieser Partie noch dabei berücksichtigt. Die Chance für die Bremer. Rode Bratzett stand plötzlich am 5-Meter-Raum völlig frei.
Da war er, glaube ich, selbst ein bisschen überrascht. Sonst hätte er vielleicht mehr aus dieser Situation machen müssen. Hier noch einmal. Aber Baresi, der Libero, auch sofort dazwischen. Zweimal wirft er sich in den Schutz des Norwegers. Norbert Meyer. Ja, der rechte Fuß ist sicherlich nicht so ein starker. Bremer schlagen sich wirklich gut, schlagen sich wacker, suchen selbst ihre Chance und das ist das einzig Richtige. Paolo Maldini. Sein Vater war ja auch Nationalspieler hier beim AC Milan. Trainiert heute die U21 des Vereins. Ancelotti, Frank Rijkaard. Schiedsrichter hat nichts gesehen, ich auch nicht. Zuschauer pfeifen. Rune Bratwedt entschuldigt sich bei Marco van Basten, der aber nicht damit einverstanden ist, dass er keinen Freistoß erhält. Verzweifelte Blicke zum Linienrichter, aber die helfen auch nicht mehr. Günter Herrmann. Da gab es ein Missverständnis mit Frank Neubart. Gefährlich. Baresi kommt wieder. Van Basten. Jetzt gibt es Freistoß. Mirko Botava war es, der sich da ein bisschen allzu energisch gegen den holländischen Torschützen einsetzte. War Torentfernung doch 35 Meter etwa. Dennoch, und das ist sicher richtig, alle Bremer Feldspieler am eigenen Strafraum. Hullet steht am Ball. In die Mauer. Evani. Schon um jeden Ball hart gekämpft. Ermahnung an Thomas Wolter, da gibt es Freistoß für den AC Milan. Zunächst Uli Borowka, dann ist der Ball nochmal frei und dann der energische Einsatz von Thomas Wolter, der sicherlich ein bisschen über die Grenzen hinausging. Zu Recht dieser Freistoß. Wo war Oliver Reck mit den Fäusten? Da kam er nicht heran an den Ball. Glück für die Bremer in dieser Situation. Hier sehen wir es nochmal. Da greift er vorbei. Da war Hullet eher am Ball.
Stefan Borowka. Halbe Stunde mittlerweile gespielt im Giuseppe Meazza Stadion. Nach wie vor 0:0, nicht einmal unverdient für die Bremer. Van Basten, Rune Bratzert immer eng bei ihm. Kollet, schnell im Antritt. Ball weiter im Spiel. Danach gibt es Elfmeter, das war nie ein Elfmeter. Herr Schiedsrichter. Das war nie ein Elfmeter. Hoffentlich sehen wir noch mal die Zeitlupe. Das ist schade, das ist bitter für die Bremer. Überhaupt nicht, gar nicht. Unfassbar. So gut hat er gepfiffen bisher. George Smith aus Edinburgh. Und dann diese Entscheidung. Das ist nicht zu fassen. Das haben die Bremer wirklich nicht verdient. Da muss ihn der Teufel geritten haben. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Das war überhaupt nichts. Auch nicht die Spur eines Fouls. Und für Marco van Basten jetzt die große Chance, seine Mannschaft, den AC Milan, in Führung zu bringen. Aber das ist ein Tor, was nicht verdient ist, nicht herausgespielt. Das ist eine, nicht, man kann auch nicht mal sagen, eine Konzessionsentscheidung. Denn dazu hatte George Smith bisher überhaupt keinen Grund. Ja, das ist bitter. Okay. 32. Minute. Der AC Mailand führt mit 1:0. Aber gerecht ist dieser Treffer nicht. Das muss ich noch einmal unterstreichen. Ein Elfmeter, der nie einer war. Oliver Rex war im bedrohten Eck, aber der Ball wie an der Schnur flach gezogen ins Eck. Fast wäre noch herangekommen. Schade. Lief so gut alles für die Bremer, für den deutschen Meister bisher. Und nun geraten sie durch so einen überflüssigen, unberechtigten Elfmeter in Rückstand. Die Mailänder werden sagen, tja, das ist das Tor, was Herr Dos Santos aus Portugal uns in Bremen versagt hat. Und irgendwie muss diese Situation wohl auch im Unterbewusstsein des schottischen Unparteiischen eine Rolle gespielt haben. Denn sonst kann er in einer solchen Situation keinen Strafstoß geben. Das ist unfassbar. Man kann nur hoffen, dass die Werder-Spieler sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen lassen. Sie haben ihre Linie bisher so hervorragend durchgehalten. Borowka spielt stark heute. Kämpft sicherlich auch um einen Stammplatz. Butaba. Gelbe Karte für Rune Bratzert. Das ist eine Entscheidung, die kann ich verstehen, denn Marco van Basten wäre weg gewesen. Da war kein Abwehrspieler mehr. Der wäre weg gewesen nach diesem Pass. Da gab es nur einen. Freistoß etwas näher als eben der von Ruud Gullit, der vermutlich jetzt wieder ausführen wird.
25, 26 Meter. Rullet, der die Bälle immer anschneidet, aber auch Frank Rijkaard steht schussbereit, etwa 5 Meter daneben. Und Rijkaard schießt. Ancelotti. Meier. Bremer müssen nachrücken. Sind zu wenig in der Spitze vorn. Bratzett. Keiner Zeit. Borowka. Gunnar Sauer. Bisschen zu hoch für Dänewitz. Dieser weite Flankenball. Ball im Aus. Tja, musste das sein, dieser überflüssige Elfmeter. Der kann so ein ganzes Spiel kaputt machen. Donadoni und Evani. Jetzt geht's natürlich zur Sache, das kann ich verstehen. Gunnar Sauer. Hat zwar auf den Ball getroffen, aber das kann ich verstehen, dass die Bremer jetzt ein bisschen energischer zur Sache gehen. Irgendwie müssen sie sich den Ärger ja von der Seele kämpfen. Rullet beim Freistoß. 5, 6, 7 Mailänder im Bremer Strafraum. Und er schießt direkt. Immer wieder Norbert Meier. Van Basten. Das ist schon stark. Auch wenn ihm hier ein Fehlpass unterläuft. Meier. Gut, ist ein Mann, der im Mittelfeld den Ball mal halten kann. Rijkaard. Votava. Paul. Tassotti war der Übeltäter. Abseits, ja, schade. Halben Schritt war Neuber zu weit. Wird um jeden Fußball Boden gekämpft von beiden Mannschaften. Tassotti. Kullet. Fünf Minuten noch bis zum Seitenwechsel. AC Mailand führt durch dieses Elfmetertor von Marco van Basten weiter mit 1:0. Und Werder hat doch für meine Begriffe relativ gut diesen Schock weggesteckt. Die Mannschaft wirkt keineswegs konsterniert, sucht weiter ihre Chance. Aber das ist natürlich nicht ganz so einfach,
Bremer kommen sehr selten vor den Strafraum des AC Mailand. Alle Bremer im Mittelfeld markiert, es gibt kaum eine Anspielstation, deswegen haben die Bremer es auch schwer, sich aus der Abwehr zu lösen, zu befreien. Potava. Da steht Maldini besser als Thomas Wolter. Ancelotti. Bratzett und Van Basten, immer wieder das gleiche Duell. Ball war schon im Aus, Einwurf für die Hausherren, für den AC Mailand. Evani, Maldini, aufgeschüttet. Pfeift so gut, pfeift so korrekt und gibt einen solchen Elfmeter. Ich kann es immer noch nicht glauben. Kein Raumgewinn bei den Bremern. Das kommt dann dabei raus. Van Basten auf Krolet. Ja, das war fast zu befürchten bei der Bremer Querspielerei vorm eigenen Strafraum, dass da irgendwann einmal ein Italiener oder sei es ein Holländer dazwischen geht. Eine Minute noch bis zum Seitenwechsel. Der Druck der Italiener war nicht so stark wie befürchtet. Oder man kann auch sagen, die Bremer haben sich so gut gewehrt. Sie haben ein Rezept gefunden, wie man den italienischen Meister ausschalten kann, wie man ihm Paroli bieten kann. Natürlich blitzte hin und wieder das große Können eines Van Basten oder Hullet auf, auch von Baresi, Ancelotti, Evani. Aber so richtig große Torchancen besaßen die Italiener genauso wenig wie der SV Werder.
Kullert. Stark im Zweikampf. Oliver Reck. Also ein bisschen ungutes Gefühl hat man immer, wenn er die Linie verlässt. Kommt er nur ran an den Ball oder nicht? Aber diesmal hat er sicher zugepackt. Und da ist der Halbzeitpfiff von George Smith, der gut geleitet hat bis auf eine einzige Szene. Und das war die entscheidende bisher. Und ich hoffe nicht die entscheidende des ganzen Spiels, als er völlig unberechtigt Elfmeterpfiff. Halbzeit im Giuseppe Meazza Stadion von Mailand. Der AC führt gegen den SV Werder durch das Tor von Marco van Basten vom Elfmeterpunkt aus mit 1:0. Ich gebe eine der Mannschaften einen Wechsel vorgenommen hat. Veranlassung bestand eigentlich auf keiner Seite. Und nach einem ersten Überblick sieht es auch so aus, als wenn die 22, die den Anpfiff erlebt haben, auch jetzt für die zweiten 45 Minuten von ihren Trainern vorgesehen sind. Kein Wechsel auf beiden Seiten. Auch Otto Rehagel hat noch nicht reagiert in Richtung Offensive. Das heißt, Manfred Burgsmüller. Aber er hat ja auch noch ein bisschen Zeit, um den Oldtimer bringen zu können. Relativ ruhig hier im Stadion. Keine Anfeuerungsrufe, auch nicht für den AC Milan, der sofort wieder in die Offensive geht. Sauer, Meier, Tassati, Günther Herrmann. Zu steil für Colombo. Nicht zum Torwart. Ja, die Bremer haben den italienischen Titelträger recht gut im Griff gehabt in der Abwehr. Über weite Strecken auch im Mittelfeld. Nach vorne ging natürlich nicht allzu viel. Selbstchancen herausgespielt haben sie sich nur, wenn man so will, zwei halbe. Nicht gepfiffen, Spiel läuft weiter. Schöner Pass. In den Lauf von Maldini. Schade, dass er den Ball nicht ganz unter Kontrolle bringen konnte. Er rollte über die Seitenauslinie. Gunnar Sauer macht einen guten Eindruck nach seiner langen Verletzungspause. Neubar. Gibt Freistoß für die Italiener. Ja, Frank Neuberg wirkt in den letzten Wochen ein bisschen ungelenk. Scheint nicht voll austrainiert zu sein, nicht spritzig genug. Muss deshalb in Zweikämpfen häufig seinen Körper allzu sehr einsetzen und überschreitet dabei häufig die Grenzen der Regel. Manfred Burgsmüller läuft sich an der Seitenlinie warm. Das können Sie im Augenblick nicht sehen. Otto Rehagel wird also in den nächsten Minuten reagieren, einen weiteren Angreifer bringen. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Er muss ein Tor schießen, um zumindest in die Verlängerung zu kommen. Nicht um in die Verlängerung zu kommen, die gibt es nämlich nicht mehr. Das war eben ein Denkfehler. Das würde Werder nämlich schon reichen, um weiterzukommen.
Giovanni Galli, der 30-Jährige, bisher überhaupt noch nicht geprüft im Verlauf des Spiels. Van Basten. Maldini. Schöner Doppelpass mit Evani. Immer noch Maldini. Der Ärger von Ancelotti ist zwar berechtigt, denn der Einwurf gehört eigentlich ihm. Aber Linienrichter und Schiedsrichter sind anderer Meinung. Otto Rehhagel, relativ ruhig heute, war noch nicht ein einziges Mal an der Seitenlinie zu sehen. Brazet. Nicht zurück. Aber der Wille bei den Bremern ist zu erkennen, die Offensive zu suchen. Dadurch gibt es natürlich dann Lücken in der Abwehr. Ein Foul an Colombo von Uli Borowka. Freistoß. Meter zu hoch. Kann man pfeifen. Spiel gut mit die Bremer. Meier und Hermann. Noch einmal Norbert Meier. Schön, schade. Bin nicht ganz sicher, ob Frank Ordenewitz da im Abseits stand. Aber was hilft? Fahne des Linienrichters war oben. Ich meine nicht. Arrigo Sacchi hatte sich die Aufgabe heute gegen den SV Werder sicherlich ein bisschen einfacher vorgestellt. Schön gespielt. Rullet in den Lauf von Van Basten hinter das Tor.
Mit Christoph Hansis läuft sich neben Burgsmüller ein zweiter Bremer Spieler an der Seitenlinie warm. War ein Foul von Van Basten, hat geschoben. Nicht geahndet vom Schiedsrichter. Wolter. Frank Neubart. Zu kurz der Pass. Nein, er kommt auch noch zu Norbert Meyer. Nochmal Meyer. Richtung Tor muss er gehen. Gibt Ecke. Die zweite für den SV Werder. Insgesamt. Aber die Mailänder haben jetzt eine einzige erzielt. Günter Herrmann. Weit auf den zweiten Pfosten auf Gunnar Sauer gezogen. Eineinhalb Minuten gespielt im zweiten Durchgang, nach wie vor nur in Anführungsstrichen 1:0 für den großen Favoriten AC Mailand durch dieses Elfmetertor. Und um das noch einmal zu unterstreichen, der Ausgleich zum 1:1 für die Bremer würde das Weiterkommen bedeuten für den deutschen Meister. Das wissen natürlich alle Spieler. Deswegen drücken sie auch aufs Tempo, gehen in die Offensive, versuchen alles. Gibt Ecke, die dritte. Die Fans des AC Milan spüren natürlich auch, welche Gefahr ihren Lieblingen in dieser Phase des Spiels droht. Otto Rehhagel. Nicht schlecht. Ja, wenn man so einen Ball mal richtig trifft, Volley unter die Latte, das kann es dann sein. Wer das spielt im Moment? Abseits. Bravourös, die Bremer. Foul von Rolitz, jawohl. Johnny Otten. Freistoß nach diesem Schubser gegen Norbert Meyer. Freistoß für den SV Werder. Da muss Rullet schon im eigenen Strafraum mit retten. Der Versuch, die Abseitsfalle zu überlisten von Uli Borowka, nicht ganz gelungen. Werder ist dran.
Und immer wieder Kullet in der Abwehr. War nicht schlecht, der Schuss. War richtig. Mirko Botava. Und Otto Rehhagel bereitet den ersten Wechsel vor. Christoph Hanses sehe ich mit der 15. Und vermutlich wird auch noch Manfred Burgsmüller dazukommen. Abseits, jawohl, Colombo. So eine knappe halbe Stunde haben die Bremer jetzt noch Zeit, den 0:1 Rückstand auszugleichen. Und der AC Milan doch ein bisschen durcheinander. Zeigt deutlich, wenn man selbst die Initiative übernimmt, selbst ein Spiel aufzieht, dann wird auch der italienische Titelträger nervös, zeigt Schwächen, Unsicherheiten. Meier. Botava, kein Abseits. Zwei Mannschaften frei, wenn er da abspielt. Franco Denewitz. Und der Konter mit Colombo. Vor dem Tor im Moment nur von Basten. Gut gemacht von Uli Borowka. Oh, mit einem Trick Donadonian, zwei Mann vorbei. Meier, Brazet bietet sich an. Zu kurz der Pass auf Kullet. Immer noch ungemein hohes Tempo im Spiel. Baresi wagt sich überhaupt nicht mehr in die Offensive, überschreitet nur noch ganz selten die Mittellinie. Das ist im Zweikampf passiert, nicht bös gemeint. Gibt Freistoß natürlich für den AC Mailand. Thomas Wolter. Otto Rehhagel zögert immer noch mit dem Wechsel. Tassotti. Achtung, von hinten. Das war ein bisschen zu ungestüm. Sicherlich nicht böse gemeint von Franco Denewitz. Ist im Eifer des Gefechts passiert gegen den Kapitän des AC Milan. Die Betreuer werden hereingerufen. Da geht ein bisschen ungestüm auf den italienischen Libero. Und jetzt wird Otto Rehhagel gleich wechseln. Yeah.
Manfred Burgsmüller sehen Sie hier. Für ihn wird die 9 gehen, also das heißt Frank Ordenewitz. Und der zweite Wechsel lässt noch auf sich warten. Christoph Hanses, der Mann, der von den Werder Amateuren kam, bleibt zunächst noch weiter draußen. Manfred Burgsmüller. Gefahr. Oh, fast noch ein Eigentor. Was macht denn da der gute Günther Herrmann? Da schießt er doch fast noch ein Eigentor. Hier sehen wir es nochmal. Der Ball von Rullet wird am Tor vorbeigestrichen und dann will Herrmann zurückgeben und er erwischt Oliver Reck auf den falschen Fuß. Der ist fast ins Auge gegangen. Von Rune Bartel. Zu weit die Flanke, zu weit, zu Glück für die Bremer. Tassotti. Van Basten. Tja, mit dem Schießen haben sie es heute auch nicht. Die Spieler des AC Mailand. Und je länger das Spiel läuft, desto mehr kann man sich eigentlich über diesen Elfmeter ärgern, der die Mailänder Führung bedeutet hat. Weit vor Tor gezogen, dieser Ball von Wolter. Colombo. Ja, richtig gesehen. Gestrecktes Bein. Sonst hätte er sich den Ball überhaupt nicht erkämpfen können. Gibt einen indirekten Freistoß wegen gefährlichen Spiels. Macht eigentlich alles richtig. Ich muss das nochmal wiederholen. Der gute George Smith. Bis auf den Strafstoß. Ja, ja, aber klar zu sehen hier, das gestreckte Bein von Hulle. Und schon wieder der AC Mailand. Meier. Drüben die rechte Seite ist frei, hat er gesehen, gut gemacht. Borowka. Neubart. Christoph Hanses zieht sich zunächst nochmal die Trainingsjacke über. Das heißt, der Bremer Trainer braucht noch ein paar Minuten der Besinnung. Colombo. Viel Platz. Gut gemacht von Donadoni, aber heraus kam nur ein Schützchen. Keine Gefahr für Oliver Reck in dieser Situation. Johnny Otten. Da gab es natürlich kein Vorbeikommen an Tassotti. Donadoni, Van Basten, Rullet, ganz drüben Evani, Rullet. Ganz drüben Evani.
Maldini, Ancelotti und Donadoni. Ball läuft jetzt gut durch die Mailänder rein. Ein Foul von Rollet, jawohl. Gibt zwar nur Torabstoß, aber es war ein Foul von Rollet. Hermann, Borowska, Borgsmüller. Oh, gefährlich. Uli Borowska gegen Marco van Basten. Der spielt den toten Mann, so schlimm war es auch nicht. Arrigo Sacchi, der erfolgreiche Trainer, mit unbewegtem Gesicht. Gibt jetzt doch den nächsten Wechsel beim SV Werder. Hier sehen Sie Christoph Hanse. Und er nimmt Uli Borowska heraus, wahrscheinlich nach diesem Foul, um ihn vor einem möglichen Platzverweis zu retten. Denn Borowska war heute zweifellos einer der stärksten Bremer Spieler. Noch 18 Minuten. Zeit läuft den Bremern ein bisschen davon. Fehler von Günter Herrmann, Donadoni, Rollet, Eckes. Die Italiener lassen sich verständlicherweise jetzt ein bisschen mehr Zeit. Sieht man selten beim AC Mailand, dass mal zurückgespielt wird zum Torwart, zu Giovanni Galli. Oh, ein verunglückter Abschlag, der nicht mal die Mittellinie ganz erreicht. Günter Herrmann spielt ein bisschen verunsichert, habe ich das Gefühl. Ihm sind einige Missgeschicke in der heutigen Partie passiert. Wirkt nicht so selbstbewusst wie in früheren Spielen. Handspiel. Richtig, es gibt Freistoß, haben die Bremer gar nicht mitbekommen.
Schade. Bullet. Oh, 3 gegen 1. Jetzt wird's gefährlich. 3 gegen 1. Oliver Reck. Jawohl. Rechtzeitig heraus. Große Konterchance für den AC Mailand. Das passiert natürlich dabei, wenn man voll auf die Offensive geht, alle Mann nach vorn und dann den Ball verliert. Aber die Bremer müssen es riskieren. Reikert mal mit einem Schussversuch. Ja, Signore Zacchi schaut auch jetzt häufiger auf die Uhr. Offensichtlich nicht zufrieden mit seinen Akteuren. Viertelstunde noch. Das war abseits. Hat der Linienrichter nicht gesehen, Van Basten. Müller, Neubart, keine Chance gegen Frank Rijkaard, Evani, da kommt Baldini, gefährlich, Pullet und der Ball ist Seiten aus, im Tor aus, im Zurückfall erwischt der Holländer den Ball noch mit dem Kopf, schau sie hier, und dreht ihn noch Richtung Tor und fast hätte es noch geklappt. Natürlich eröffnen sich den Italienern jetzt häufiger Konterchancen. Ich habe es eben schon angedeutet. Aber Werder muss nach vorne, muss den Ausgleich erzielen, der dann alles auf den Kopf stellen würde. Freistoß für die Bremer. Sieht so nett und souverän aus, George Smith, und gibt einen solchen Elfmeter. Alle Feldspieler in der Hälfte von AC Mailand. Kleine Hansen. Abseits, ja. Das ging dann doch zu schnell für Mirko Votava. Ist auch mittlerweile 31 Jahre der Kapitän des SV Werder. Schön auf Colombo dieser Pass. Gefährlich. Bratet. Donadoni. Oh, hat er sich da vorbeigeschlängelt. Unheimlich schnelles Spiel nach wie vor. Geht rauf und runter. Bisschen gedrückt, sicherlich eben in dieser Situation. Und ein Rückpass von Ancelotti.
Noch 10 Minuten. Kriegt jeden Kopfball, der Holländer. Seite wechseln, Günter Herrmann. Missverständnis zwischen Norbert Meyer und Johnny Orton. Ballbesitz für die Italiener, Colombo. Achtung! Gibt einen Freistoß nach diesem etwas ungestümen Einsatz von Maldini. Er ist schnell. Oh, das ist Gefahr fürs Bremer Tor. Oliver Reck, immer noch. Evadi. Colombo, schöner Schuss, 25 Meter. Aber Oliver Reck heute glänzend disponiert. Mal die ganz große Chance zum 2:0. Reck verkürzt den Winkel, geht rechtzeitig von der Linie gegen Donadoni. Und dann den anschließenden Fernschuss von Colombo pariert er hervorragend. Gelbe Karte gegen Mirko Botava wegen Reklamieren. Nochmal Colombo und wieder Oliver Reck. Also eins müssen wir fairerweise zugestehen. Der 1:0 Vorsprung für den AC Milan ist nach den Torchancen gemessen hochverdient. Ivani. Und Reck sicher. Meier. Hansen. Nicht in den Rücken spielen. Thomas Wolter. Abseits. Freistoß für die Bremer, nach Paul an Rune Bratzett, Meier, Johnny Otten, da wird es zu eng.
Noch 5 Minuten. Schaffen die Bremer den Ausgleich noch? Tja, jetzt wird es knapp für den Deutschen Meister, für den SV Werder Bremen. Noch 3 Minuten verbleiben den Werder-Spielern, den so wichtigen, den entscheidenden Ausgleichstreffer anzubringen. Aber sie kommen nur noch relativ selten in die Nähe des Mailänder Strafraums. Kräfte lassen natürlich auch nach, das ist verständlich. Beide Mannschaften, vor allem die Bremer natürlich, kämpferisch stark, haben alles gegeben. Gefahr noch einmal. Bratet. Thomas Wolter. Buchsmüller. Nochmal Ballbesitz für die Bremer. Abseits. Frank Neubart spielt auch ein bisschen unglücklich. Ich habe es schon wiederholt gesagt. Wenig effektiv, wenig erfolgreich. Da drüben hat sich offensichtlich Hansis verletzt, bleibt liegen am Boden, mit einer Zerrung vermute ich. Gerne müssen die Bremer auch noch die letzten 1,5 Minuten mit 10 Mann durchstehen. Und Van Basten mit der Chance zum 2:0 und Bosch schießt dahin, 5 Meter daneben. Ganz drüben, das können Sie im Bild nicht sehen, die Bremer Betreuer laufen auf dem Platz, liegt Hansis bei seinem ersten großen Einsatz schon nach wenigen Minuten schwer verletzt. Wir sehen die Zeitlupe von Van Basten, der das Tor völlig verfehlt. Hier haben Sie es jetzt, ganz drüben, in der Seitenlinie, Christoph Hansis, der junge Blonde von den Werder-Amateuren. Natürlich konnten er und Manfred Buchsmüller in der letzten halben Stunde nicht mehr allzu viel zu bewegen. Aber sie haben sich wie ihre Mannschaftskameraden kämpferisch angepasst, haben alles gegeben. Es hat nicht gereicht gegen diesen sicherlich starken Gegner, der heute aber nicht so überzeugt hat wie in den vergangenen Wochen. Ein Wechsel noch bei AC Milan für Colombo. Kommt Costa Costa mit der 13. Colombo hat stark gespielt, gut gespielt. Einige
vehemente Torschüsse abgegeben. Die offizielle Zeit ist vorüber. Nochmal Abstoß von Oliver Reck. Ich schätze, eine Minute muss Mr. Smith noch nachspielen lassen. Er schaut zwar auf die Uhr. Es würde mich auch nicht wundern, wenn er, um den Italienern Gefallen zu tun, schon jetzt Schluss macht. Aber noch ist der Ball frei. Noch hat Werder die Chance, den Ausgleich zu erzielen. Costa Curta. Bullet und noch einmal der Teufelskerl Oliver Reck, der alles hält. Klares Abseits von Costa Curta in dieser Situation. Der Linienrichter hat tief geschlafen. Dann der Querpass auf Bullet und dazwischen Oliver Reck. Und offensichtlich kommt Krullet mit dem Fuß noch auf den Bremer Torhüter, der sich dann anschließend beim Holländer beschwert für dessen allzu harten Einsatz. Turbulenz noch in diesen letzten Sekunden dieses Europapokalspiels. George Smith schaut auf die Uhr, lässt den Ball noch einmal abwerfen von Giovanni Galli. Und dann ist die Partie aus. Der SV Werder ist überaus unglücklich aus dem diesjährigen Europapokal.